Hallo, ihr Lieben. Jetzt nach ewig langen Zeiten mal wieder ein Live-Lebenszeichen von mir. Boah, was für eine krasse Zeit, was für eine Challenge, was für Transformation auf allen Ebenen. In der nächsten Woche starte ich endlich nach so langer Zeit mal wieder einen Workshop und es war so viel los. Ich habe mir einfach den Raum gegeben. Alles verändert sich und ich habe in der letzten Woche ein Geschenk bekommen und dieses Geschenk war, es gibt ja immer Lehrer und es gibt ja immer Freunde. Und ich habe im Moment das Gefühl, die Lehrer zeigen sich noch deutlicher und die Freunde auch. Dazwischen wird der Grat immer breiter. Und diesen Workshop, ich erzähle jetzt einfach mal ganz kurz, habe ich jetzt dreimal verschoben, weil im Hintergrund Chaos herrschte. Ich habe es nicht hingekriegt. Da habe die Idee, ich will sie umsetzen und scheitere an bestimmten technischen Komponenten und es wird immer komplexer und immer komplexer. Vielleicht geht dir das auch so. Kinetik, vielleicht kennst du das. Höher die Frequenz wird, umso komplexer wird das Muster. Die Kinetik ist ein Bereich, der Ton sichtbar macht. Das heißt, je höher ein Ton schwingt, und wir schwingen gerade, wir sind Ton, wir sind Frequenz, wir alle. Je höher wir schwingen, umso komplexer wird also dieses Muster, was dabei entsteht. Nun ist aber alles, was wir machen im Leben, ist Energie, wir sind Energie. Aber wir sehen das Muster nicht auf unserem Tisch, sondern wir spüren das Muster und diese Komplexität, die entsteht. Und ich liebe ja die Metaphysik und mein Hauptschatten ist Komplexität. Und mein Haupt, mein Geschenk, meine City ist das Wesentliche, ist Einfachheit. Und ich schaffe immer, wenn ich am Wachsen bin, Komplexität vom Allerfeinsten. Und ich weiß mittlerweile, wenn das so ist, dann damit ich neue Dinge machen kann, damit ich Veränderungen vornehmen kann. Weil dieses Muster, was entsteht, ist immer wichtig. Bevor ein neues, schönes Muster aus einer hohen Frequenz entsteht, entsteht immer ein Chaos. Und in diesem Chaos hänge ich gerade drin und ich hatte deswegen überhaupt gar keinen Bock, irgendwie live zu gehen. Und vielleicht kann das den einen oder anderen gerade ein bisschen beruhigen, warum vielleicht bestimmte Dinge bei dir auch nicht mehr funktionieren, weil eine neue Ordnung entsteht. Je höher wir schwingen, umso komplexer wird erstmal das Muster und umso größer wird das Rauschen davor, diese Komplexität, die aber nötig ist, damit eine neue Ordnung entstehen kann. Wenn du in deinem Grundmuster höher schwingst, passiert eins. Die Menschen, die nicht mit dir auf dieser Energie schwingen, das zeigt sich in dem Muster. Nur eben nicht im Bild, dass ich sage, da ist ein roter Klecks, obwohl das Bild eigentlich grün ist, sondern im wahren Leben zeigt sich das an diesem Grundrauschen, du verstehst dich nicht, es kommt nicht an, die Kommunikation ist irgendwie zäh und schwer. Und das ist nötig, damit wir ein schönes neues Bild entstehen kann aus dieser hohen Frequenz. Und dazu darf man immer wieder loslassen, immer wieder erkennen, was passt nicht mehr zu mir, was schwingt nicht mit mir, sondern ist vielleicht da wegen Geld oder was weiß ich nicht was. Und da rigoros loszulassen, das ist das, was wir gerade dürfen, das ist die Challenge unserer Zeit. Also ihr Lieben, eigentlich wollte ich nur kurz den Workshop anteasern, aber das war mir jetzt total wichtig. Also für mich hat sich das ziemlich schräg angefühlt die letzten Wochen, damit eine neue Klarheit entsteht, damit etwas neu sich zeigen kann. Und dahinter ist das Bild immer schöner als davor, aber eben auch vielleicht komplexer. So, nächste Woche Montagabend 19 Uhr und Dienstag um 12 Uhr mache ich einen Workshop. Ihr kriegt den überall mit. Ich habe ihn per E-Mail-Newsletter rumgeschickt und es gibt hier bei Instagram und bei Facebook Posts von mir und auch bei LinkedIn. Wenn du diesen Post siehst, dann ist dieser Workshop für dich. Wir werden reingehen in das aktuelle Zeitthema und was das Ganze mit dem Thema Business zu tun hat, mit dem Thema Geldheilung zu tun hat und Medialität. Weil das sind die drei Säulen, die ich vermittle, wofür ich stehe, wo ich Spezialistin bin, wo ich Expertin bin. Und diese drei gehören zusammen. Wenn du dein Business rausbringen willst, dein Herzensbusiness in die Welt bringst oder einfach zufrieden deiner Berufung folgen willst, was auch immer die ist, es sind diese drei Komponenten. In dem Workshop werden wir in die drei Ebenen reingehen. Du wirst ganz viele Tools und tolle Erkenntnisse für dich bekommen. Es wird auch ein kleines Workbook geben. Das ist gerade im Entstehen, wie gerade alles entsteht. So, wir kriegen sogar noch eine Facebook-Werbung hin. Ich bin so krass begeistert gerade, was geht, wenn Klarheit kommt, ja? Genau, also diese drei Bereiche werden wir uns angucken. Du wirst ganz tolle Fragen kriegen. Diese Fragen, die dir dein Grundmuster anfangen neu zu sortieren. Die Fragen, die es braucht, die Schwingung des Tons, der jetzt sichtbar wird, sichtbar im Außen,
durch Finanzen, durch Kunden, weil ganz viel Altes nicht mehr funktioniert. Dieses Grundmuster wird neu und da werden wir reingehen, da werden wir durchrütteln. Ich freue mich so doll darauf. Ich könnte eigentlich morgen loslegen. Ich hätte schon vor einem Monat loslegen können, wenn wir diesen ganzen technischen Blödsinn hier irgendwie hingekriegt hätten. Meld dich an, wenn du nicht dabei sein kannst, es gibt eine Aufzeichnung, dann schau dir die Aufzeichnung an. Wir werden rausgehen aus alten 3D-Konstrukten. Wir werden uns von verschiedenen Ebenen Sachen angucken. Ich werde meine Community, die auch seit einem halben Jahr entsteht, vorstellen nach dem Workshop. Wir werden ganz neue Ansätze gehen. Und ich freue mich total auf dich und auf jeden. Wir haben schon ganz viele Anmeldungen. Ich freue mich so mega, weil ich weiß, das braucht die Zeit. Und es geht nicht um dieses laute, ich mag dieses laute Geschrei nicht. Wir spüren, was richtig ist. Wir spüren, wo es hingeht. Und ich glaube, wir haben manchmal einfach ziemlich einen Bammel davor. Wir spüren ganz genau, was dran ist für uns. Und auch davor haben wir zurzeit Bammel. Und es braucht viele, viele Entscheidungen gerade von uns. Und wir sind in einem neuen Zeitalter. Wir sind in einer neuen Wahrnehmung. Wir sind in einem neuen Bewusstsein. Und es hört nie auf, sondern das geht jetzt erst richtig los. Und mit der Community, die ich auch schaffe, möchte ich genau das verbinden. Uns miteinander verbinden. Ohne dieses ganze laute Du-du-du-du-du. Drumrum, was hier zum Beispiel auf Social Media so ist und mich zum Teil auch ziemlich abnervt. Ich habe am Wochenende, hatten wir einen Offline-Tag, da waren noch die Teilnehmer der letzten Ausbildung. Öffne deine medialen Kanäle, wie du dauerhaft wirklich die Standleitung zu deinem geistigen Team herstellst. Und es war so krass und wir waren danach essen und haben gesagt, keiner hat ein Foto gemacht. Niemand. Es gab kein Social Media. Es ging nichts nach außen. Es war so toll, ja. Wir waren 20 Leute. Wir hatten ja gesagt, wir hatten nur 18 Plätze. Wir waren auch komplett voll. Zwei konnten dann nicht mehr kommen. Und es wurde nirgendwo promotet. Es wurde nirgendwo, oh, guck mal. Und es war so angenehm. Das war so, so, so schön. Und das hat mir wieder gezeigt, ja, genau das liebe ich. Genau das liebe ich. Und das ist das. Wenn du diese Frequenz bist, die du bist, ziehst du genau die richtigen Menschen an. Und dann kann man tolle Sachen zusammen machen. Ich habe letztes Mal meine Werte aufgeschrieben, unter denen ich nur noch bereit bin, Kooperationen einzugehen. Nachdem ich mir, die habe ich mit der geistigen Welt mal ganz klar auf den Zettel gebracht, meine drei Hauptwerte, unter denen ich nur noch bereit bin, Kooperationen, Online-Kongresse, alle so eine Sachen einzugeben. Nachdem die da standen, zack, war die Wahrheit da, zack, war die Klarheit in mir da. Und seitdem kriege ich lauter Kongressanfragen. Das war so der Hammer. Also ihr Lieben, ich will euch jetzt nicht weiter voll quatschen. Freue mich über jeden, der dieses Live jetzt bis zum Ende guckt. Schickt mir doch dann ein Herzchen oder ein Replay oder so, weil ich möchte mal sehen, wer überhaupt meine Beiträge sieht, weil auch meine Reichweite ist völlig runtergefahren. Und auf zu neuen Ufern, würde ich sagen. Und wir sehen uns am Montag oder Dienstag. Das ist ein Oder-Termin. Ich mache das einfach zweimal, weil viele können abends nicht, andere können mittags nicht. Und deswegen mache ich es einfach zweimal, weil mir das so wichtig ist, euch wirklich auch live mit diesen Fragen, mit diesen Tools, die wir machen, so viel Klarheit zu bringen. Und wenn du doch nicht dabei sein kannst, dann einfach die Aufzeichnung. Also sprich, da melde dich trotzdem an und du bekommst die Aufzeichnung und dann guckst es dir danach an. Also ihr Lieben, bis dahin, habt eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Montag oder am Dienstag im Workshop. Alleinsam, gemeinsam werden wir die neue Welt rocken. Bis dahin, tschüss.